Combo Live. Ja, das neue Kind aus dem Hause Opel. Wir sind bei Opel Dächend in Saarbrücken und eines der absolut gefragtesten Modelle, wenn es um einen kleinen Family Van geht, der nicht die Ausmaße eines großen VW-Bus hat, sage ich jetzt mal, oder einem vergleichbaren Bus, der jetzt da ist, sondern er ist klein und kompakt, aber innen riesengroß, optimal für eine, sag mal, große Familie, die ein großes Auto braucht, aber das nächste wäre praktisch dann ein Bus. Hier ist Max Vollmer, grüß dich Max. Hallo, grüß dich Sven. Habe ich das richtig gesagt? Das hast du alles so richtig gesagt. Kleine Ausmaße, kompakte Ausmaße, große Innenraummaße, soweit, dass es sogar so weit geht, dass man auf der Rückbank 3 vollwertige Einzelsitze hat. 3 vollwertige Einzelsitze. Ja, ich habe auch eine unglaublich tolle Höhe im Auto. Das heißt, ich habe ein unglaublich tolles Raumgefühl, was vielen Leuten entgegenkommt. Also es ist nicht irgendwie Schluss, sondern ich habe fast einen halben Meter Platz gefühlt, oder? Ja, also das Raumgefühl ist bei dem Fahrzeug wirklich gut und die Raumausnutzung sieht man dann im Kofferraum, ist wirklich klasse. Ja, das Starke ist die Schiebetür. Die ist auf beiden Seiten? Die Schiebetür ist auf beiden Seiten, ist super angenehm im Alltag zu handeln. Und zusätzlich hat dieses Fahrzeug, wie er jetzt hier steht, auch noch ein separat zu öffnendes Heckfenster, sodass man schnell die Schiebetüren öffnen kann. Man kommt schnell an den Kofferraum. Alles hoch alltagstauglich. Ja, wenn du mal so lieb bist, mal die Tür aufmachst, dann sieht man auch, man braucht ganz wenig Hub. Das bedeutet, wo ich normal ja eine Tür öffne, jetzt mal als Vergleich, das ist das Maximale, wenn ich jetzt die kleine Eva aus der Rücksitzbank nehme oder den kleinen Max, dann habe ich nicht das Problem, dass die Kinder versehentlich direkt mit der Tür, wenn sie es aufschlagen, irgendwo gegenkommen. Gell? Ich kriege die überall raus. Genau, also das ist ein weiterer Vorteil davon. Neben der Platzersparnis halt, dass die Türen lange schön bleiben. Das ist so, ja. Geht ja auch um die Türen der Nachbar, ich sag mal, Leute, die jetzt kommen. Das gibt es auf beiden Seiten, sehr praktisch. Und ich habe wirklich 3 Einzelsitze, das heißt Komfort für alle 3 Kinder und nicht eins muss irgendwie auf der Ritze sitzen. Ganz wichtig, 3 vollwertige Einzelsitze und wir sagen nicht einfach nur 3 vollwertige Sitze, sondern das sieht man auch dran, dass das Fahrzeug auf allen 3 Plätzen eine Isofix-Kindersitzbefestigung hat. Wie ist denn die Rücksitzbank teilbar nach hinten? Also jetzt hier in der Ausführung ist sie 2/3 zu 1/3 teilbar, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass sogar alle 3 Sitze ein eigenes Sitzpolster haben. Ja, wir gehen mal nach hinten. Eine Besonderheit ist, das hast du es eben schon erwähnt, das separat zu öffnende Heckfenster für Kleinigkeiten, aber auch für große Sachen, wenn du das mal bitte aufmachst. Es gibt 2 Möglichkeiten, also entweder die große Tür. Genau, also die große Tür wird klassisch, wie man es kennt, in der Mitte gesteuert und dann gibt es hier an der Seite einen Griff fürs Fenster hinten und dann kann man ganz bequem in den Kofferraum greifen. So, das ist hier oben drin. Hier sieht man auch schon mal das große Raumgefühl, was das Fahrzeug hat. Das hat ein großes Display mit drin. Ich habe überall Ablagefächer mit drin. Und ich habe einen unglaublich großen Kofferraum. Den werden wir jetzt mal sehen, wenn wir das mal öffnen. Das heißt, das Fenster zumachen. Und dann habe ich eine Rückfahrkamera mit drin. Können wir gleich mal zeigen. Und einen wirklich sehr großen Kofferraum. Genau, sehr großer Kofferraum ist bei dem Fahrzeug vorhanden. Das Fahrzeug jetzt hier in der Ausführung hat sogar ein Sicherheitsnetz an Bord. Und man sieht es vielleicht, der eine oder andere kann schon denken, hinten links in der Tasche ist sogar noch eine abnehmbare Anhängerkupplung vorhanden. Quatsch, die ist dabei. Die ist dabei bei dem Fahrzeug. Echt? Ja, da achten wir halt auch drauf. Das ist natürlich der Klassiker, Fahrzeug mit Anhängerkupplung wird ganz oft gesucht. Und hier spart man sich die Nachrüstung, die in der Regel so 800 bis 1000 Euro kostet. Die Anhängerkupplung ist schon dabei. Ja, das geht schon, man kann das nachrüsten, aber die ist ab Werk, richtig? Die ist ab Werk, die ist voll integriert ins Fahrzeug und abnehmbar, ja. Auch, ja, wenn ich sie nicht brauche. Ich habe Piepser an allen Seiten, das heißt, auch wenn ich sag mal, bei dem Fahrzeug einparken möchte, ich habe eine Rückfahrkamera, also hier kann so schnell nichts passieren, ne? Das Fahrzeug hat eine Rückfahrkamera, das hat Parkpiepser und was ganz, ganz Besonderes, das Fahrzeug hat auch einen sogenannten Flankenschutz. Also das Fahrzeug meldet sich aktiv auf dem Bildschirm, wenn ein Hindernis, zum Beispiel der klassische Waschbetonpoller oder in irgendeinem Abgrenzungspoller, der im Bereich der Flanke ist, die ja auch oftmals im toten Winkel liegt und dann meldet sich das Fahrzeug auch. Das ist kein normales Blau, es ist nämlich blau-metallic, changiert, unglaublich schön, bedeutet aber auch, ich habe noch eine Schutzschicht mehr für den Lack, oder? Genau, ist einfach wesentlich haltbarer und pflegeleichter. Es ist eine Metallic-Lackierung mit dabei, wenn du mal so lieb bist, hier hinten mal aufmachst. Es ist ein Benzinmotor drin.
Nein, dieses Fahrzeug ist jetzt mit einem hochmodernen Euro 6 D-Temp Dieselmotor ausgestattet. Ja, der hat wahrscheinlich AdBlue. Fahrzeug hat AdBlue an Bord. Kann ich denn tanken? Also man kann mittlerweile übrigens bei allen Esso-Tankstellen AdBlue tanken, jetzt ganz normal von der Zapfsäule für sage und schreibe, ich habe das letzte Mal 61 Cent bezahlt. Man muss allerdings zum Tankwart gehen, der zeigt einem, wo es ist. Aber der AdBlue-Verbrauch ist sehr gering. Das heißt, man muss alle, ich glaube, rund 10.000 Kilometer rund. Ja, also es errechnet sich nach der Fahrweise und Fahrstrecke. Aber in der Regel ist man so 10.000 bis 15.000 Kilometer abgedeckt mit dem AdBlue. Wir sprechen dann von Kosten so zwischen, je nachdem wo man tankt, so zwischen 5 und 15 Euro. Aber der Umwelt zuliebe, das heißt, die Abgaswerte sind ganz gering. Ja, es ist also absolut neueste Norm, der Verbrauch auch. Ja, das ist das Thema. Der Verbrauch ist extrem niedrig und durch die AdBlue-Einspritzung ist das Auto halt freigegeben für alle Umweltzonen aktuell und ist auf dem neuesten Stand. Die Abgasnorm ist Euro 6 D-Temp, die hier verbaut ist. Das heißt, ich könnte auch schon mal längere Strecken zurücklegen, wenn ich da das jetzt habe und habe einen sehr, sehr effizienten und sparsamen Motor, gerade im Hängerbetrieb, muss man da sagen, wenn da mal so richtig Last dran hängt. Ich habe jetzt mal so einen kleinen Wohnwagen, 750 Kilo, kein Problem, oder? Ist gar kein Problem. Also darf auch gern größer sein als 750 Kilo. Das Fahrzeug ist damit nicht überfordert. Das ist der Startbildschirm, der ist mittlerweile harmonisiert, sage ich mal. Apple CarPlay, Android Auto, das ist mit drin. Aber ich habe auch ein riesen Display, was sogar entspiegelt ist. Das heißt, hier spiegelt gar nichts. Nö, also jetzt trotz dieser hohen Lichteinstrahlung, die wir heute haben, ist der Bildschirm absolut super ablesbar. Ja, es ist zusätzlich noch mit sag mal, Bedienelementen drunter für die wichtigsten Funktionen, die sind sehr einfach zu bedienen. Aber was total klasse ist, ich habe einen Modus, wo ich elektronisch die Fahreigenschaften regeln kann. Das klappt so gut mittlerweile. Zum Beispiel auch Schnee kann ich in eigenen Modus wählen. Genau, also das Fahrzeug ist mit Allwetterreifen ausgestattet und wenn man die Allwetterreifen ab Werk mitordert, ist immer das sogenannte Grip und Go Paket an Bord, wo man dann das Fahrzeug auf seinen Untergrund einstellen kann. Also Schnee, lose Untergründe oder Sand. Das ist mit drin. Das klappt sehr, sehr gut, muss man sagen. Das klappt, glaube ich, so ähnlich wie das ABS-System, kann man das sagen? Genau dafür hat man es halt an Bord mit reingepackt. Die wenigsten Leute brauchen Allradantrieb und hier kann man es halt den alltäglichen Situationen schön anpassen. Ja, hier ist ein kleiner Griff, aber der hat es in sich. Ich kann nämlich hinten für den Rücken ein bisschen was tun, gell? Genau, das Fahrzeug hier ist jetzt mit einer Lordosenstütze ausgestattet. So, dann habe ich nochmal ganz klasse hier nochmal eine Armlehne an der Seite. Die ist wirklich für längere Fahrten unumgänglich. Man weiß, wo man den Arm hin tut. Denn unten drunter habe ich richtig viel Stauplatz. Da kann ich einiges reinmachen. Sag mal, so lieb mach mal auf. Dann sieht man das mal. Denn es geht relativ tief runter. Man kann einiges einladen. Und was auch extrem stark ist, es hat eine Bergabfahrhilfe. Stimmt das? Genau, das Fahrzeug hat nicht nur eine Berganfahrhilfe, die man so in der Regel kennt, sondern noch eine Bergabfahrhilfe. Ist halt auch ein ganz interessanter Punkt, zum Beispiel, wenn man mit Anhänger fährt. Das ist so. Das bedeutet, also es fährt ja nicht zu schnell, sondern es hilft dann beim Beschleunigen. Wie das Ganze funktioniert, das kann man dann nochmal erfahren. Hier oben drüber habe ich Ablagefächer pur. Das heißt also so als Family-Auto, hier kann ich das Bärchen reinmachen. Hier ist jetzt mal der Verbandskasten mit drin. Ich habe also richtig viel Platz. Also an Platz mangelt es hier nicht, oder? Es ist ein Familienauto und da hat man natürlich unheimlich viel Wert drauf gelegt, dass man hier oben eine große Ablagegalerie hat. Man hat zwei Handschuhfächer, ein normales, klassisches unten, ein großes noch oben für DIN A4 reinzumachen. Ja. Das haben wir dann hier an der Stelle. Da ist dann zum Beispiel jetzt in dem Fall die Fahrzeugmappe drin, aber man kann wirklich DIN A4 Unterlagen reinmachen, ohne dass die geknickt werden. Ich kann das obere, glaube ich, sogar kühlen, oder? Das obere ist kühlbar, das ist über die Klimaautomatik geregelt, das kann man ansteuern. Wichtiges Thema, Klimaautomatik, das Fahrzeug ist mit einer 2-Zonen-Klimaautomatik ausgestattet. Es hat eine Sitzheizung, es hat eine Lenkradheizung, also es bleiben keine Wünsche offen. Ja, es hat sogar ein Multifunktionslenkrad mit drin, hat denn die Sportlenkrad mit drin, mit unten abgeflacht, das ist also auch richtig klasse. Und was natürlich toll ist, ich habe mehrere hochwertige Schlüssel mit dabei. Also nicht nur einen, ich sag mal, Schlüssel, der gar nichts kann, sondern zwei Komfortschlüssel. Bei dem Fahrzeug sind zwei Komfortschlüssel dabei, klappbar. Man kann die Zentralverriegelung drüber steuern, man kann das Licht von dem Fahrzeug steuern, damit man im Dunkeln alles ordentlich rund ums Fahrzeug sieht. Und noch zu dem Punkt, dass du vorhin angesprochen hast, das Fahrzeug ist mit einem Sportlenkrad, was abgeflacht und angenehm ist, ausgestattet. Das ist Serienbestandteil. Mhm. Bei im Prinzip fast jedem
Hersteller muss das extra bestellt werden. Hier ist das abgeflachte Lenkrad Serienbestandteil. Prima. Ja, wir gehen mal kurz raus. Dann haben wir es so rundum mal ein bisschen erklärt. Das Wichtigste ist, man fährt es am besten mal Probe, denn das Fahrzeug hat wirklich alles, was das Herz begehrt. Unter anderem nämlich eine Sitzheizung mit drin. Du würdest auch sagen, also der ist nun wirklich, so wie er hier steht, genauso wie fast alle anderen von euren Gebrauchten, von einem Neuwagen so gut wie nicht zu unterscheiden. Das Fahrzeug ist jetzt noch kein Jahr alt, ist gerade von Oktober 2018, hat jetzt gerade 5500 Kilometer. Also ist ganz frisch erst auf dem Papier ein Gebrauchtwagen und steht hier in einem tadellosen Zustand. So ist es, das ist wichtig. Also auch die Reifen, der Abrieb, alles. Also ich steige hier wirklich ein und habe das Gefühl, naja, hat der wirklich 5000 Kilometer? Das ist also er fühlt sich an wie neu. Also ich mag behaupten, dass wenn man nicht die Kilometerleistung sieht, dass man dem Fahrzeug unterstellt, dass es sogar neuer ist. Super, ja, das liegt daran, die kommen von Werksangehörigen. Das bedeutet also, die achten unglaublich auf die Autos. Die fahren die aber nicht als eigene Autos, sondern die werden geleast von der Adam Opel AG. Und das heißt, so sogar als Inhaber steht denn die Adam Opel, oder? Korrekt, hier steht die Opel Automobile GmbH, wie sie ja mittlerweile heißt, im Fahrzeugbrief drin. Die Fahrzeuge werden von Werksmitarbeitern genutzt für einen gewissen Zeitraum, halbes bis dreiviertel Jahr, und kommen dann halt in so einem tadellosen Zustand wieder zurück. Ja, da steht nicht Peter Müller oder irgendwas drauf. Die Mehrwertsteuer ist mit drin, wenn ich jetzt gewerblich agiere, das ist kein Problem. Ja, zum Thema Gewährleistung, da gehen wir mal ganz kurz an eure Tafel. Ihr habt nämlich, hier vorne ist euer Haupthaus, was wir da sind. Wir sind in Saarbrücken und die Opel-zertifizierten Gebrauchtwagen, die haben einige Vorteile. Sie haben unter anderem einen 100-Punkte-Qualitätscheck. Also auch wenn der Wagen jetzt quasi fast neu ist, ihr checkt trotzdem nochmal alles durch. Da verlassen wir uns nicht auf das, was wir nicht selbst geprüft haben. Die Fahrzeuge werden alle nochmal durchgecheckt und einem 100-Punkte-Qualitätscheck unterzogen, sodass neben den Herstellervorgaben, was so eine Inspektion beinhaltet, auch nochmal alle Punkte wie Klimaanlage, elektronische Ausstattungsdetails, das alles nochmal gegengeprüft wird. Ja, da steht da. Wenn ich den haben möchte, den gibt es nicht nur in Saarbrücken, sondern im Internet, da stehen noch 430 weitere Dächenfahrzeuge, Opel-Fahrzeuge, über 700 im Bestand. Ihr habt nicht nur Opel, sondern ihr habt die Majorität sind Opel, über 400. Ich kriege das Fahrzeug aber nicht nur bei euren Betrieben im Saarland. Ihr habt noch zwei Stück noch in der Pfalz, die mit dazu sind. Also wenn jemand jetzt zufälligerweise auf YouTube das Video sieht. Ich habe die Möglichkeit, das zu jedem Standort auch bringen zu lassen. Das heißt, wenn das jetzt jemand sieht, also zumindest mal im Saarland, ist das kein Thema. Wenn zum Beispiel mal, ich glaube, in Neunkirchen seid ihr auch. Genau, ist gar kein Thema. Wenn jetzt zum Beispiel in Neunkirchen oder in Völklingen oder in St. Ingbert ein Kunde reinkommt, der sich für ein Fahrzeug interessiert, was aber nicht an diesem Standort direkt steht, kann der Kollege natürlich das Fahrzeug dann jederzeit an den Ort verbringen, sodass man vor Ort sein Wunschfahrzeug begutachten kann. Ihr seid wo überall? Wir sind im Saarland, in Völklingen, St. Ingbert, Neunkirchen und hier am Hauptsitz in Saarbrücken. Und zusätzlich gibt es uns noch in Heidelberg und in Walldorf mit der Marke Opel. Ja, super. Ja, euch gibt es sehr lange schon. Ihr habt ein rundes Jubiläum, da wollen wir nicht drüber sprechen, aber es ist dreistellig. Genau, großes Thema, muss man kein Geheimnis draus machen. Uns gibt es seit diesem Jahr 100 Jahre. 100 Jahre. Ja, Autohaus Dächend. In Saarbrücken, da sind wir. Ihr habt euch rausgeputzt und ja, von diesem Fahrzeug hier, den, ich sag mal, knackneuen Gebrauchten, sage ich jetzt mal, die da sind, der ist jetzt noch nicht mal ein Jahr alt. 5000 Kilometer, richtig? 5500 Kilometer. Kostet jetzt wie viel? Das Fahrzeug, wie er jetzt hier steht, mit dieser wirklich tollen Ausstattung inklusive Anhängerkupplung und Allwetterreifen, kostet 23.690 Euro. Ja, Thema Werterhalt. Ich fahre den 4 Jahre, sehr gefragt. Ist ein brandneues Auto, kam letztes Jahr auf den Markt, glaube ich. Ja? Das Auto kam letztes Jahr auf den Markt, hat eine unheimlich lange Lieferzeit. Sind wir auch schon teilweise je nach Ausstattung nächstes Jahr im Februar, also 2020 im Februar. Und wir haben jetzt dieses Fahrzeug hier, was direkt verfügbar ist. Ja, man muss eins ansprechen, es hat nichts zu tun mit dem Vorgänger, muss man fairerweise sagen. Also zwar optisch, er sieht so ähnlich aus, aber das ist ein ganz neu konzipiertes Auto. Ich glaube, kein Bauteil ist da gleich, oder? Nee, also hat gar nichts mit dem Vorgängerfahrzeug zu tun. Fahrzeug wurde komplett rein als neuer PKW entwickelt und alle Bauteile sind neu.
Ja, ist auch nicht als Nutzfahrzeug entwickelt worden, sondern als reiner PKW. Also wenn ich die Nutzfahrzeuge sehe, das sind praktisch Nutzfahrzeuge aus einem PKW-Programm. Das ist das Wichtige. Also in der Regel wird so ein Fahrzeugsegment als Kastenwagen, als Transporter entwickelt und dann wird die PKW-Version irgendwann draus geschneidert. Nein, hier ist es so, das Fahrzeug wurde als PKW entwickelt und die Kastenwägen wurden dann davon abgeleitet. Ja, du hast mir erzählt, man muss ihn Probe fahren. Er ist so leise, dass man es nicht glauben kann. Also selbst auch der Diesel, der jetzt da ist, er ist unglaublich leise. Also es ist so leise, man fühlt sich wie in einem, ich sag mal, in einem Mittelklasse oder also wirklich sehr leise. Ja, also hier ist jetzt der 130 PS Turbodiesel verbaut. Der ist so klasse, vom Motor ist der Geräuschpegel entkoppelt. Das Fahrzeug ist unheimlich leise, wenig Abrollgeräusche, sodass auch schon Kunden gab, die wirklich in die Zulassung geschaut haben, um nachzusehen, dass es auch ein Diesel ist. Ja, wir sind bei Opel Dächend und ja, 100 Jahre Opel Dächend, das kann man sagen. Hier ist der Combo Live gebraucht und ja, er sieht aus wie neu, aber das ist das System. Und ich kaufe unglaublich viele Werkswagen, die wirklich gepflegt sind mit allem drum und dran. Ja, vielen Dank, Max Vollmer. Und wenn Sie Interesse haben, kommen Sie nach Saarbrücken. Und ja, mal schauen, wenn der nicht verfügbar ist, wir haben noch ganz viele andere. Genau, also wenn der nicht verfügbar ist, wenn unter unseren 437 aktuell inserierten Opel-Fahrzeugen, die wirklich bei euch stehen, die wirklich physisch bei uns stehen und direkt verfügbar sind, nichts darunter ist, haben wir die Möglichkeit, auf den Opel-Werkspool zurückzugreifen und da haben wir nochmal 4.000 bis 6.000 Fahrzeuge in der Auswahl. Max Vollmer, vielen Dank. Danke, Sven.